Studienwahl. Jetzt geht's an die Recherche. Wie schaust du dir einzelne Studiengänge so an, dass du merkst, ob deine Puzzleteile dazu passen? Leg los mit den Ideen, die du bisher hast. Einzelne Suchwörter reichen dafür. Du musst noch nicht genau wissen, wie ein Studiengang heißt. Bevor du anfängst, im Internet drauf loszusuchen, keine gute Idee. Versuch's lieber mit einer guten Suchmaschine, die dir alle Studiengänge zeigt, die es in Deutschland zu deinem Suchwort gibt. Dem Hochschulkompass zum Beispiel. Hier kannst du in der erweiterten Suche einstellen, dass du ein erstes Studium suchst. Das nennt sich grundständig und du kannst angeben, in welchen Bundesländern du suchen möchtest, ob es eine staatliche oder auch eine private Hochschule sein soll. Falls du das schon sagen kannst, leg fest, ob du an eine Universität willst oder an eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Es gibt noch viele weitere Suchkriterien, aber das hier sind erst einmal die wichtigsten, neben dem Suchbegriff, den du für deine Recherche nutzt. Wenn du als Suchwort Bio eingibst, findest du Biologie, Biochemie, Biotechnologie, Biomedizin und alles, was sonst noch mit Bio zusammenhängt. Genauso auch für jedes andere Suchwort. Probier es aus für mehrere auch völlig verschiedene Suchbegriffe, die deinen Studienrichtungen entsprechen. Und dann, wie siehst du dir so ein Suchergebnis genauer an? Es sind ja vielleicht 150 Treffer und du suchst nur einen passenden Studiengang. Du kannst dir 100 Studiengänge auf einmal anzeigen lassen und einfach mal über die Bezeichnungen scrollen, um dir ein Bild zu verschaffen. Halt an, wenn ein Studiengang spannend klingt oder weil du Lust hättest, dieses Fach genau an diesem Ort zu studieren. Klick auf Mehr erfahren, dann erreichst du eine Seite, die dir Termine und Fristen und meist auch Schwerpunkte in den Studiengängen verrät. Bei Weitere Basisinformationen findest du den Link zur Hochschulwebseite, auf der du dann alle Details findest. Einen Studienablaufplan zum Beispiel. Wenn der Studiengang dich dann nicht weiter anspricht, geh im Browser zurück und schau dir den nächsten Studiengang an, der dich fesselt. So sammelst du einige Studiengänge, die für dich in Frage kommen. Worauf genau du achten solltest, wenn du einen Studiengang genauer unter die Lupe nimmst, sagt dir der Pocket Guide, Studiengänge checken, so geht's. Fragen dazu, wie du einen passenden Studiengang findest? Frag uns, wir helfen dir weiter auf deinem Weg zum Studium.